meine Lieben. Nach langer Zeit kommt endlich wieder ein YouTube-Video von mir. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht's ganz gut. Ich hatte sehr viel um die Ohren, konnte leider keine Videos drehen, aber habe jetzt wieder Zeit und dachte mir, ich drehe wieder ein YouTube-Video für euch. In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ich einen alten Couchtisch in neu umwandle. Und zwar hat mein Mann letztens auf dem Sperrmüll einen Couchtisch gefunden und hat mich natürlich auch sofort angerufen und hat gefragt, ob ich damit was anfangen kann. Ich muss sagen, der Tisch hat schon sehr viele Gebrauchsspuren. Ich muss da einiges machen, aber ich fand den Tisch echt sehr schön, weil ich zeige es euch gerade mal. So sieht der Tisch aus. Wie ihr sehen könnt, sind da echt sehr, sehr viele Gebrauchsspuren. Also das ist auch kein Muster oder so. Das ist alles, sind alles Kratzer, leider. Hier an den Kanten kann man auch sehr starke Gebrauchsspuren erkennen. Also der Tisch ist schon relativ alt, vermute ich. Was mir aber am meisten gefallen hat, ist dieses Gestell hier. Das ist aus Metall und das werde ich auch wahrscheinlich so lassen. Auch die Farbe. Ich finde, das sieht sehr schön aus. Ist auch noch stabil. Hält alles super. Diese Glasplatte kann man abmachen. Und genau, und ich schaue jetzt, was ich jetzt alles draus machen kann. So, den Tisch habe ich jetzt erstmal gründlich sauber gemacht. Die obere Glasplatte habe ich auch abgenommen. Ich möchte nämlich erst mit dieser Oberfläche hier anfangen. Dazu nehme ich einfach ein Schleifpapier und schleife drüber, damit alles eben wird. Nach dem Schleifen möchte ich mit einer Spachtelmasse über die Rillen gehen und fülle auch damit die Kanten. Hierfür benutze ich ein Kit extra für Holz. Die Farbe könnt ihr beliebig auswählen. Bei mir war es jetzt nicht relevant gewesen, da ich mit einer dunkleren Farbe drüber streichen werde. Wenn die Masse trocken ist, schleife ich noch mal kurz drüber. Jetzt können wir auch schon mit dem Färben beginnen. Bevor ich die eigentliche Farbe auftrage, nutze ich eine Grundierung. Diese dient dazu, dass die Farbe, die wir später auftragen werden, gleichmäßig auf der Oberfläche haftet. Nach dem Trocknen der Grundierung streiche ich mit einer schönen dunklen Anthrazitfarbe über die Oberfläche und das gleiche mache ich natürlich auch mit dem unteren Tablett. Für die Glasplatte habe ich eine grautransparente Folie besorgt. Diese schneide ich erst zurecht und fange an, die Platte zu bekleben. Aber Achtung Leute, ich habe leider nicht nach der Anleitung geschaut und habe sofort losgelegt. Das war leider ein Fehler, denn wenn man Folien auf Glas anbringt, dann solltet ihr bitte, bitte die Fläche, die beklebt werden soll, mit Wasser besprühen. Das ist sehr wichtig, denn so könnt ihr die Folie nach dem Aufsetzen beliebig hin und her schieben und wenn alles passt, könnt ihr die Wasserbläschen mit einer Karte oder mit einem Tuch, je nachdem, rauspressen. Gott sei Dank kam mir mein Mann zur Hilfe und es ist dann doch alles gut gelaufen.
aber achtet bitte drauf, bevor man Glasplatten oder ähnliches beklebt, mit einer Folie beklebt, dann solltet ihr erstmal auf die Fläche Wasser sprühen. Jetzt wird die Platte umgedreht und die Kanten werden vorsichtig und sauber geschnitten. Und das ist das Endergebnis. Ich finde, unser neuer Couchtisch sieht richtig gut aus. Wenn ihr auch alte Möbel zu Hause habt oder welche auf dem Sperrmüll findet, dann könnt ihr sie gerne, so wie ich, mit wenigen Mitteln in neu umwandeln.